Herzlich willkommen, liebe Kochfreunde. Heute kochen wir aus diesen Zutaten Brandteigtaler in französischer Soße. Gut, wir beginnen. In einem Topf erhitzen wir etwas Milch und Butter. Nehmen dann das Mehl und fügen Salz und geriebene Muskatnuss hinzu. Heben das Ganze etwas unter. Mischen ist gut. So, wenn die Milch kocht, nehmen wir sie vom Herd und geben das Mehl in einem Ruck in die Masse und rühren kräftig um. Wir stellen den Topf wieder zurück auf die Herdplatte und rühren den Teig mit viel Kraft ungefähr 3, 4, 5 Minuten kräftig um. Muss kochen und trocken werden. Sobald der Teig ein dicker, fester Klumpen ist, nehmen wir ihn aus dem Topf und geben ein Ei hinzu. Den Teig rühren wir dann immer wieder schön glatt. Einem Ei. Erst wenn der Teig schön glatt ist, fügen wir das zweite Ei hinzu. Die ganze Prozedur wiederholt sich. Schön glatt reiben, das dritte Ei hinzufügen und wieder schön glatt reiben. Am Schluss kommt der Parmesankäse hinzu und der Teig wird wieder gut durchgerührt und dann in eine Tülle gefüllt. Derweil kocht unser Salzwasser. Ja. Und jetzt schneiden wir kleine Stücke, kleine Taler, die wir in das kochende Salzwasser geben. Die Herdplatte ist aus. Und der Teig wird pochiert, das heißt, es darf nicht kochen. 3-4 Minuten. Danach nehmen wir die Taler aus dem Wasser und verteilen sie auf einem trockenen Tuch. Wir lassen den Teig dann ruhen und kümmern uns derweil um die französische Soße. Dazu zerlassen wir in einem Topf etwas Butter, fügen das Mehl hinzu, rühren immer schön, damit es nicht klumpt, löschen das Ganze mit der Gemüsebrühe und der Milch ab. Immer schön rühren. Danach Salz, etwas Pfeffer und Kräuter der Provence. Wir lassen das Ganze aufkochen und trennen jetzt ein Eigelb vom Eiweiß. Verquirlen das Eigelb mit der Sahne. In die Soße und rühren, aber die Soße darf nicht mehr kochen, das ist wichtig. Danach kommt die Käsemischung, die Soße. Nun buttern wir ein Backblech oder wie hier auch zwei
machen mit der Soße einen Spiegel auf den Boden und platzieren die Taler auf diesem Soßenspiegel. Haben wir das geschafft? Dann verwenden wir den Rest der Soße auf den Taler. Schön verteilen. So. Danach wieder etwas Käsemischung darüber. Ein paar Butterflöckchen. Und dann kommt das Ganze in einen Herd, der Umluft bei 180 Grad vorgeheizt ist. Das Ganze lassen wir ca. 30 Minuten gratinieren. Und so sieht's aus. Guten Appetit! Möge die Übung gelingen!